Hallihallo und willkommen zurück zur nächsten Abfuck-Mission. Tut mir leid, aber es ist nichts anderes. Die letzte Mission, die war einfach nur schwer gemacht, das war eine Herausforderung, sehe ich ein. Aber diese Mission, die fuckt einfach nur ab. Mehr dazu im Spiel, ich fange hier einfach mal an. So, ich werde hier jetzt auch direkt anfangen, erstmal Rohstoffe zu produzieren. Gruppe da, Gruppe da, Gruppe da. Aha, wunderbar. Sammelpunkte erstmal hier hin. Du dahin, du, du. Ihr beide dahin. So, dann gleich weiter produzieren. Und zwar werde ich erstmal die beiden Eingänge hier mit Tiefenkolonien auskleiden und ihr mögt es mir entschuldigen, ausnahmsweise bin ich mal so frei und decke die Karte auf. Jetzt seht ihr schon mal so ungefähr, was mich erwartet. Das ist aber nicht der Grund, weshalb mich diese Mission so abfuckt. Gegen diese Übermacht anzukommen, wäre normalerweise kein so großes Problem. Aber vielleicht seht ihr ja in dieser Aufnahme auch noch, was daraus wird. Ich habe 2 Stunden Videomaterial gerade in den Papierkorb geworfen, weil ja, ich 2 Stunden aufgenommen habe und das Ganze dann für den Arsch war, auf Deutsch gesagt. Ihr habt mich noch nie wirklich upragen sehen bzw. hören und das könnte in dieser Mission zum ersten Mal wirklich passieren, dass ich ausraste, mein Headset gegen die Wand knalle oder sonstiges. So, ihr drei könnt dann ins Gas gehen. Wir brauchen nämlich auch jede Menge Gas. So, dann brauche ich hier noch weitere von den Viechern. Dann brauchen wir Overlord. Ja, hier sehen wir schon die erste Streitmacht, die dann wahrscheinlich hier angreifen will. Wo zur Hölle kommen die her? So, ihr baut da. Ja, und da kommen sie schon. Das Problem ist, wenn ich hier meine ersten Kolonien hinbaue, kommen sie von da. Wenn ich da meine Kolonien hinbaue, kommen sie von da. Also von daher, was ist hier eigentlich los? Von da oben ist eigentlich nie am Anfang jemand gekommen zum Angreifen. Also noch mehr Abfuck als sonst. Das gefällt mir wirklich, muss ich echt sagen. Ist toll. So, der weg. Der wird zur Tiefenkolonie. Den zurückziehen. So, wo habe ich jetzt? Da habe ich die Overlords, die können da zur Seite. Du baust mir einen Schößling. Und ihr könnt dann nochmal in die Mineralien gehen. Dann baue ich mir hier nochmal 3 neue. Ihr werdet zu tiefen Kolonien. Du wirst zu tiefen Kolonie. Du gehst dann da oben hin, wirst erstmal zu einer Kriecherkolonie. Und später zur tiefen Kolonie. So, du gehst auch da oben hin und wirst zur Kriecherkolonie. Und zwar werde ich mir erstmal dieses Mineralienfeld sichern. Das ist noch relativ einfach. Obwohl da auch andauernd Protoss und Terraner von beiden Seiten angreifen. Da drüben könnte ich es auch mal versuchen. Das habe ich noch gar nicht versucht. Ich bin direkt hier oben rangegangen. Muss ich da mal gucken, wie das läuft. Ich speichere hier jetzt mal unter A ab. So, Tiefenkolonie, Tiefenkolonie. Der Schößling ist auch bald fertig. Ihr beide könnt dann nochmal in die Mineralien gehen.
So, wer fertig, wer fertig, wer fertig. Na los. Na hopp, so. So. Gut. Mal gucken, wie es diesmal läuft. Ich gehe dann hier auch direkt darauf, den Angriff auszubauen. Mach mir dann hier nochmal Overlords. So. Dann fange ich einfach mal an hier, weil ich nichts Besseres zu tun habe im Moment, schon mal die Dinge auszuschalten. Muss mich dann auch rechtzeitig zurückziehen, damit die nicht zu sehr kaputt gehen. So, ihr geht dann da drüben hin. Gut, dann hier nochmal Sammelpunkte alle da hinsetzen. Hatte ich hier jetzt drei drin? Ja, habe ich. Dann will ich auch schon mal da unten mich hin platzieren. Werde dafür sorgen, dass da unten ein Overlord die ganze Sache bewacht, wegen dunklen Templern. Ah, nehmen wir den Overlord, der ist schneller da. Geht der stattdessen hier hin. So, habe ich die schon eine Gruppe zugewiesen? Habe ich nicht, dann seid ihr Gruppe 1. Darunter. Hier die Dinger machen. Ja, im Moment sieht's relativ chillig aus, aber das wird sich noch ändern, glaubt mir. Was ist da? Ein Medic. So, die nehmen die dazu und bleiben hier. Neue Gruppe 1. So. Die Basis sieht an sich auch noch recht friedlich aus. Naja, muss man mal gucken, wie dieser Durchlauf aussieht. Ich speichere jetzt einfach nochmal unter B ab, obwohl ich jetzt in der Zwischenzeit eigentlich nichts geschafft habe. Warte ich auf die nächsten 26 Mineralien. 10 noch. 8 noch, 2 noch. So, jetzt die Dinger machen. Der ist gerade fertig geworden, der soll dann direkt die bauen. Evolution abgeschlossen. Evolution abgeschlossen, dann macht er mir als nächstes den Panzer, wenn ich die 150 Gas zusammen habe. So, du bist fertig, dann machst du mir einen Extraktor. Du machst mir hier zwei neue Drohnen. So, die dazu habe ich eine komplette Gruppe. Und die kommen jetzt da oben schon. Da werde ich jetzt ein bisschen mal ein bisschen mithelfen. Einfach nur, damit die Kolonien nicht so stark beschädigt werden. So, du hier auch nochmal, ihr da rein. Du die nächste. Und jetzt wird da schon angegriffen. Lief ja hier super. Da nochmal eine neue Kolonie.
Und hier auf jeden Fall wieder zurückpfeifen und da. Na gut, da ist zu spät, aber hier auf jeden Fall wieder hin. So, du, dann machst du mir hier schon mal die erste Kolonie. Ach ja, das war ja das Problem. Hier geht da mal alle weg. Alle. So, dann kannst du da eine Kolonie bauen. Und ihr könnt da wieder reingehen. Ach so, hier nochmal drei. So, hier hatte ich jetzt noch nichts gebaut. Dann kommen hier die Dinger. Du wirst zur Tiefenkolonie. Du wirst da zur... Na, da zur Kriecherkolonie. So, ihr dann dahin. Gleich die nächste in Auftrag geben. Sag ich mal, da unten Sammelpunkt. Tiefenkolonie. Warum ist mein Overlord da so weit abseits? Gut. Hier gleich nochmal welche. Naja. Die sind auch ziemlich angeschlagen, so ein bisschen so. So, du auch zur Tiefenkolonie. Gut, die sind fertig. Na, die drei auch. So, gut. Na, anwählen. So. Dann kümmere ich mich halt erstmal nochmal darum. So. Die ist kaputt. Hier kann ich dann nochmal drei machen. Hier brauchen wir Overlords, dann machst du mir drei Stück dahin. Oder machen wir nochmal drei dahin. Du bist gerade dabei. Du machst mir auch nochmal drei da. Oder einen davon. Bau mir da nochmal eine Kolonie hin. So, warten wir, bis die sich schon ein bisschen regeneriert haben. Obwohl, den müsste ich auch so platt kriegen jetzt mit der Streitmacht. Ohne nennenswerte Verluste. Hoffentlich doch. Ja. So, dann kannst du mir hier nochmal drei machen. Die Overlords sind mittlerweile fertig. Sammelpunkte neu setzen. Hier. Na. So, drei Drohnen. Du wirst dann zur Sporenkolonie. Ja, ich bin im Moment ziemlich konzentriert am Arbeiten, wie ihr vielleicht seht, ohne irgendwie was nebenbei zu erzählen. Entschuldigung. Ja, also, wie ihr seht, da sind Terraner überall. Da sind überall Terraner. Und da sind die Protoss. Ich werde mich jetzt über das gesamte Spiel ziemlich zurückhalten, bis ich übers volles Einheitenlimit habe und extrem Ressourcenüberschuss, um dann erst anzugreifen. Denn ich habe es das letzte Mal anders gemacht. Da habe ich schon angegriffen, als mein Einheitenlimit voll war. Und ja, das war ein Fehler. Ich wurde danach von allen Seiten weggebasht. Jetzt versuche ich das ein bisschen hinauszuzögern. Ob es klappt, weiß ich nicht. Ich gehe hier jetzt erstmal auf den Raketenturm. Einfach nur, um so ein bisschen die Map-Dominanz von denen einzuschränken. Da muss ich natürlich auch aufpassen, nicht dass ich dann zu aggressiv vorgehe und die wieder ankommen und mich wegrocken.
Da weiß ich jetzt nicht, wie die so drauf sind. Oder wo bei denen die Grenze ist, sagen wir es mal so. Ah, jetzt kommen sie da nämlich schon. So, die drehen ab. Ist mir eigentlich nicht so lieb. Die fliegen jetzt hier unten lang. Hauen wir die halt hier weg. So. Aufs Maul und das war's. Der hat hier auch nochmal versucht, in die Basis reinzufliegen, wie es aussieht. So, jetzt halte ich mich aber wirklich ein bisschen mehr zurück. Ich werde mal das erforschen. Guck dann, dass ich hier nochmal Angriff erforsche. Und dann muss ich mal gucken, ich hatte hier das Feld eingenommen, um halt hier... Was wird hier angegriffen? So, was wollte ich sagen? Ach ja, ich hatte hier das Mineralienfeld eingenommen, um Ressourcen zu kriegen. Und da habe ich den wohl ein bisschen zu sehr geärgert. Das mochte der nicht. Ich werde es mal versuchen, wenn ich... Naja, das ist vielleicht auch nicht so schön, wenn ich da an der Basis vorbei muss. Das ist eigentlich alles ziemlich dicht an den Gegnern dran. So, wo ist denn Gruppe 2? Da ist die. So, das hier wäre fast schon eine dritte Gruppe. Oder ist vielleicht sogar schon... So, ja, hier habe ich nicht aufgepasst, da wurden mir die Kolonien weggefetzt. Aber lieber die Kolonien als die Echse. So, du sollst hier zur tiefen Kolonie werden. Dann mache ich mir hier neue Lakaien. Evolution abgeschlossen, dann mache ich mir auch nochmal einen Bauchbeutel. So, die zurückpfeifen. Ihr seid jetzt schon Gruppe 3 vollständig. Könnt dann mal da oben mit hin. So, hier nochmal welche machen. Da eine Kolonie. Und bevor ich mich da wieder mit meinen Arbeitern anlege... Nee, da muss ich zu weit vor. Also ziehe ich die Arbeiter doch nochmal zurück. Sind auch nur noch zwei. Da die Kolonie hin und dann hier den raus, den rein. Mit denen da abbauen. So, dann mache ich hier nochmal welche, um die Mineralienproduktion bzw. den Mineralienabbau zu fördern. Das war Gruppe 2, ja. Gut, der ist bald fertig. Der ist auch bald fertig. Gruppe 3 hat scheinbar auch irgendwas gemacht. Was auch immer. Hier stehen lauter Goliaths. Die gefallen mir nicht. So, das war die 2. Die ist mir ein bisschen zu dicht an den neu produzierten Einheiten dran. Das irritiert manchmal ein bisschen. So, was? Ihr sollt da rein. Dann brauche ich nochmal 3, die mir hier gleich nochmal Kolonien bauen. Du sollst eine Tiefenkolonie werden, du wirst eine Sporenkolonie, ihr zieht euch mal in die Basis zurück. Gut, dann da nochmal, dann da nochmal Overlords.
Und da nochmal Overlords. Naja, und dann bin ich auch schon bald irgendwann am Einheitenlimit. Wundert mich, dass ich im Moment relativ gut bei wegkomme. Aber wie gesagt, sofern ich es wage anzugreifen, muss ich auch bereit sein, genug in der Hinterhand zu haben. So, Sichtradius brauche ich nicht. Komm du hier mal mit. Nachdem du die Mineralien abgeliefert hast. So. So. Ah, scheiß Schluck auf. Gut. Wie fliege ich den jetzt? Erstmal speichere ich ab. Unter D. Wie fliege ich den jetzt hier vorsichtig entlang? Das sieht doch ziemlich gut aus. Nach da ist genug Abstand. Nach da wohl nicht so sehr. Muss ich mal gucken, dass ich hier schön brav zwischen den Basen bleibe. Ja. Hat mich auch keiner gesehen. Das wäre ein Traum. Hier wären Mineralien. Da oben ist Gas. Da will ich erstmal hin. So, ausladen da. Du baust mir jetzt die Brutstätte. Kann ich die auch hier unten? Nein, natürlich nicht. Muss ich mir dahin bauen. Hoffe ich mal, dass der mich nicht sieht. Natürlich werde ich dann alles so ein bisschen mit Kolonien zukleistern. Beziehungsweise Spurenkolonien. Tiefenkolonien haben da ja nicht so viel Sinn.